Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla und der Zorn der Druiden. Ja, liebe Freunde, in der letzten Folge haben wir die beiden komischen Könige als Geisel genommen und haben dann noch ein paar Ereignisse abgeschlossen. Und jetzt haben wir den zweiten Dränger des Horst... Jetzt schon wieder den Namen vergessen. Des Torgest nach Valhall geschickt. Wir haben hier noch zwei Aufgaben. Und ich würde sagen, wir machen die und dann gehen wir hier hin und dann kümmern wir uns weiter um die Hauptquest. So. Also, wir müssen am besten erstmal hier hin. Denn ich hatte, glaube ich, auch offscreen, glaube ich, zwei Hirsche erlegt. Also ich glaube, wir haben drei oder vier Hirschhufe schon im Inventar. So, wir müssen dahin. Lux, hier bin ich. Nee, hier. Genau. Und dann haben wir so langsam das DLC durch. Also, ich weiß nicht, wie lange die Hauptquest jetzt noch weitergeht. Die Hauptstory, aber stimmt auch nicht mehr so lange, oder? Dann können wir zurück nach England. Theoretisch könnten wir dann auch schon mit Belagerung von Paris weitermachen. Ich glaube, 200 war die empfohlene Stärke dafür. Lux, komm. Streng dich an, da kommst du rüber. Wo geht's denn hier rein? So, ein riesiges Wildschwein. Wow, ist wirklich riesig. Und da hätte ich vielleicht doch Pfeile einpacken sollen. Aber hier müssten ja noch Pfeile rumliegen. Wechsel mal wieder auf den Jagdbogen. Haben wir da Pfeile für? 12. Ja. So, zeig mir mal deine Hinterbeinchen. Zack. Eins und... Ah! Na komm. Na komm! Jetzt! Oh! So, ein Riesenvieh, ey. Zück den Bogen! Zack! Betäubungsschlag! Oh. Damn! Gegen das Horn kommst du halt nicht an. Au. Keine Ausdauer. So, komm her. Wehrt das Vieh einfach ab mit seinem Horn. Jetzt aber, komm. Bumm. Jawohl. Poppes! In den Poppes! In den Poppes! Zack, 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 zack!
too fast, bro. Too fast. Bumm. Und gleich noch einer hinterher. Bumm. Und gleich noch einer hinterher. Bumm. Au. Bin zu schnell. Bin... Was wird das denn jetzt? Bin zu schnell. Bin zu schnell. Zack. Was macht der jetzt mit dem Schwein? Oh, damn. Alter, den Axtstiel einfach ins Auge gerammt. So ist das Wikingerleben, Freunde. So geht's zu bei uns. Das machen die auch bei den Schwiegermüttern. Es ist da so Brauch. Einfach Axtstiel ins Auge. Griff besser gesagt. So, jetzt müssen wir dahin. Da mache ich mal eine Schnellreise. Vielleicht hierhin. Ja, wie gesagt, wir brauchen einen Hirschhuf oder zwei. Ich hoffe, auf dem Weg kommen mir ein paar entgegen. Husch. Und dann gibt es ja auch ein Cassandra-Crossover in Valhalla. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe zwar nicht Cassandra gespielt in Odyssey, sondern Alexios. Aber Cassandra kennen wir ja trotzdem. Und zum Schluss war sehr gut. Wir haben sie nicht umgebracht bei uns in Valhalla, sonst würde das ja auch gar keinen Sinn, also sonst würde das jetzt gar keinen Sinn mehr machen, das Crossover, sondern wir konnten sie zurück zur Familie führen. Ich glaube, wir hatten sogar das beste Ende, ne, was man so haben kann. Alle haben gelebt. Bis auf den Vater. Also den Scheinvater, nicht den richtigen. Der richtige Vater ist ja Pythagoras gewesen. So. Auch ein paar Hirsche. Ein paar Hirschlis. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Komm, Lux. Gas. Ich kann ja mal gucken, vielleicht habe ich ja ganz zufällig irgendwie. Aber ich glaube nicht. Nee, da fehlen noch welche. Das ist jetzt blöd. Welche Nienchen, dann müssen wir vielleicht doch erstmal mit der Story weitermachen. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Hier ist auch kein Hirsch in der Nähe. Ja, gut, dann geht das erstmal nicht. Aber was wir dafür machen können, Freunde, ist, ich hatte hier unten noch einen Schatz. Und da fehlten mir, ich glaube, 5 Masken oder so. Also 5 Artefaktmasken. Und da ich jetzt alle Artefakte eingesammelt habe, müsste ich diesen letzten Schatz eigentlich auch sammeln können. Ne? So, mach ich da. Ich mache mal mit dem Schiff rüber. So. Und dann hatte ich, glaube ich, auch noch so. Dann mal los. Als ich Schätze offscreen eingesammelt habe, 2 mit Vorräten für so.
unsere Handelsposten, die wir mal aufbauen. Also das heißt, vielleicht kann ich jetzt, ich glaube, einer war noch übrig, ne? Den kann ich vielleicht jetzt noch aufbauen. Jetzt Segel setzen! Vor allem jetzt, wo wir hier gleich. Und danke! Schade, dass Kitty nicht mitgekommen ist nach Irland. Komm, Lux, komm! So, war es hier hinter dem Wasserfall? Ich glaube, ja. So. Rast der Uinei. Schild des Kuchulain. Toll. Okay. Also, wir haben den letzten Schatz gefunden. Schwerer Schild. Ich glaube, ich werde in diesem Spiel niemals Schilde benutzen. Am Anfang mal, aber jetzt... Dauert doch alles viel länger. Und wenn man halt ausweichen kann, wofür brauchst du ein Schild? So. Haben wir das auch getan. Ja, dann hatten wir noch... Lass mich mal kurz gucken... Da ist der Handelsposten. Wie sieht es eigentlich bei Azar aus mit Kiste? Ist fast voll bei allem. Ich würde trotzdem jetzt nochmal schnell... Vor allem war ich schon da oben. Warum habe ich es nicht gleich gemacht? Trotzdem jetzt nochmal schnell den Handelsposten ausbauen. Dann gucken wir uns da die Nebenquest noch an. Also quasi jetzt hier die letzten Reste abschließen, Freunde. So. Lux, komm! Der Lux-Kompensator. Jetzt stirbt er wieder, oder was? Nein, er überlebt, aber... Alles gut. Alles gut. Und ich wurde gesehen. Okay. Du mieser Troll! Ausblick mal! Tauge nicht! Ordensmitglied erhöht. Enthüllt. Spannend. Ja, sehr. Beschäftigt die Ratte. So, gar kein Problem. Für den Handelsposten. Zack.
hackt er das ab, oder was? So, mein Freund. Jetzt komm mal her. Wäre natürlich auch krass, dass, wenn bei solchen Kills irgendwie manche der Wachen einfach so aus Angst wegrennen würden. So. Vielleicht zum Schluss, jetzt nicht gleich am Anfang, wenn noch 20 Mann da sind, aber wenn so noch 3 übrig sind oder so, dass dann vielleicht einmal einer wegrennt oder so, wäre schon cool. Und ich meine jetzt nicht, damit ich weniger Gegner habe, sondern einfach, wäre ja auch authentisch. Ich meine, wenn deine Kollegen vor deinen Augen so abgeschlachtet werden und dann bist du zum Schluss dann alleine, ich glaube, dann machst du eher die Biege, als hier noch großartig rumzukämpfen. So. Komm noch her, mein Freund. Moment mal, halt. Hier, du bist zum Beispiel der Letzte. Führe meine Hand zu. Der das Ganze hier noch nach Hause holen kann, aber Handelsposten sind mir wichtig, Freunde. So. Unverfasste Nachricht. Hab den dänischen Hund von Artmiel zum Strand von Bale an Gobain gejagt. Dort nahm ihn sich die See. Würde schätzen, die Besitzurkunde ging mit ihm unter. Wo ist denn das nun wieder? Oh, Ubisoft. Wie sie leiben und leben. Hin und her reiten. Natürlich dann interessant zu sehen, ob Ubisoft dann wieder in die Richtung geht wie früher, was die nächsten Assassin's Creed-Teile angeht, weil viele haben auch bemängelt, dass so Spiele wie Valhalla und Odyssey und bei Origins, muss ich sagen, ging's, aber das, was danach kam, Odyssey und Valhalla, dass die sich einfach viel zu lang ziehen. Ne? Und ist halt auch so, also... Was siehst du da oben, Sühnen? Ja? Das ist einfach, du machst eine große Karte und dann musst du halt immer wieder hin und her reiten. So, das, so funktionierten die letzten Spiele. Bei Mirage hat man ja gesehen, dass die Karte war nicht mehr so groß und fand ich auch cooler. Allerdings hatte Mirage eben so ein bisschen, ich glaube, einfach vom Gameplay enttäuscht und dass die, weil man dachte, es geht halt zurück, wirklich zurück zu den Wurzeln, aber es war halt im Prinzip so wie die Teile davor. Jetzt machen wir hier einen Schlüssel. Wie die Teile davor, nur halt mit einer kleineren Karte. Aber das fand ich schon mal sehr gut. So, also, ne, ich mag Valhalla und ich mag auch Odyssey. Das sind zwei wunderschöne Teile. Ich mag die Spielwelt auch. Aber zum Beispiel bei Odyssey habe ich es ja nicht so gemacht, dass ich da irgendwas offscreen aufgenommen habe. Da habe ich wirklich alles einfach abgeschlossen. Und im Let's Play auch alles abgeschlossen. Gut, das muss man ja auch nicht machen. Ich muss jetzt hier nicht jeden Schatz einsammeln, theoretisch. Ne? Aber es ist halt für mich, wenn das auf der Karte angezeigt, da kannst du 10 Schätze finden, so, dann denke ich mir so, dann suche ich halt die 10 Schätze. So, ich meine, das ist ein Stück Papier, was hier die ganze Zeit unter Wasser liegt. Das ist natürlich vollkommen ganz. Und gerade Valhalla, diese Schneegebiete, die sind halt wunderschön. Und vielleicht wäre es sogar cooler gekommen, hätte man... Reit hier nicht verfügbar. Wo ist denn der scheiß Lux schon wieder? Vielleicht wäre es cooler gekommen, hätte man Valhalla nur in Norwegen spielen lassen. Ne? Aber man muss auch sagen, dadurch verschafft man sich selber auch ein bisschen Zeit, ne? Wenn man jetzt Spiele macht, an denen man halt nur, keine Ahnung, 20 Stunden spielt oder so, wie im ersten Teil. Wir waren nicht mal 20 Stunden, weiß ich gar nicht.
hast du es natürlich schneller durch und dann bist du im Zugzwang. Ne? Also dann ist schon wieder so, wann kommt das nächste Spiel und... Gerade auch hier in Odyssey und Valhalla und Origins, wo man so ein richtiges Level-System hatte mit Stufen. Du kannst das ja immer weiterspielen, ne? So, da sind auch die Mörder schon, da haben wir die Sache auch abgeschlossen. So. Dein Tod ist nun gerecht. Sehr schön. Dann bauen wir das hier mal. Kommt denn da angerannt? Wo kommst du denn her, du Kleiner? So, na dann schauen wir mal, was wir uns hier leisten können. Das wird doch auf gar keinen Fall reichen. Für die Gebäude hier. Aber vielleicht war das jetzt auch das teuerste. Wenn das andere jetzt 150 kostet, dann ist alles gut. Lagerhaus. Lagerhaus. Ach, kostet nur 70. Alles gut. Versorgungslager. Ja, und damit haben wir alle Versorgungslager gebaut. Proviant ist voll. Ne? Würde ich mal so sagen. Sieht gut aus, Freunde. Alle Orte auch abgeschlossen, nur... Hier die Opfergabe fehlt noch. Okay. Aber dann sind wir damit durch. Dann mache ich jetzt eine Schnellreise nochmal dahin. Dann tauchen wir mal da runter und gucken, was sich da befindet. Und dann können wir Hauptquest weitermachen. Ah. Bestimmt die kleine Insel da. Eine Insel mit zwei Bergen. Ach, das ist aber schön, dass du hier gerade mit deinem Boot auf mich wartest. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich leih's mir nur aus. Du hättest es doch wiederbekommen. Die Iren. So, wo plündern? What have we here? Torgest-Schild. Der mächtige Torgest. Ein würdiges Andenken. Ja, wow, ein Schild. Was soll ich mit dem Schild? So, lass mal die Quests gucken. Steigere Düfflins Bekanntheit, Kinder der Danu, Aschatteflan Bericht. Dann haben wir hier noch zwei von den Aufgaben. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zu hierhin machen, reise ich nochmal schnell nach Düfflin und baue da weiter aus. Treibe Handel. Vielleicht erreichen wir dann schon Stufe 4 und dann ist Stufe 5 auch nicht mehr fern. Dann haben wir Irland groß gemacht. Also, Düfflin. Da muss ich auch mal meine Punkte wieder vergeben. Düfflin! Düfflin!
erst einmal die Kiste hier leer räumen. Ah, ich habe gern Besuch von Freunden. Ich lese die Bücher, die du aus On D-Shirt besorgt hast. Ich verstehe, warum du ans andere Ende Irlands gingst, um sie zu holen. Ich übernahm den Handelsposten, ohne die Waren zu kennen. Wenn die Bücher gut sind, umso besser. Für jene, die den heiligen Schriften glauben, sind diese Bücher wertvoller als Gold. So. Neue Geschäfte, neuer Reichtum. Sehr schön. Also hier. Zack. Ausgeliefert. Und hier fehlen auch noch Bücher. Ausgeliefert. 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 Zack. 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 Und die hier noch. Zack. Ah, fast. Obwohl, nee, reicht. Wir kaufen hier tatsächlich heute mal alles weg. Genug für heute? Ja, mehr geht nicht. Leb wohl, Eivor. Stüfflen. Oha. Ihr seht jetzt gerade nicht, aber wir haben fast Stufe 5. Fast. Verträge freigeschaltet, eine neue Belohnung, Mantel des Helden von Düflin. War das nicht eine schöne Gesangseinlage? So, ist jetzt hier in der Zeit, ja, tatsächlich ist was dazugekommen. So, schauen wir gleich mal. Sei gegrüßt, Eivor. Dank dir hat sich Ardmeal uns angeschlossen. Ihr süßer Honig wird selbst unsere anspruchsvollsten Händler erfreuen. Ist Honig so wertvoll? Er ist flüssiges Gold, nur köstlich und klebrig. Eigentlich könnte ich noch warten, weil Bist du zum Handeln aufgelegt? Ich kann jetzt hier nichts groß kaufen. Byzantinische Rüstung. So, das könnte ich noch... Au. 100, ganz knapp, zu wenig. Nee. Okay. Vielleicht genügt das. Komm gerne jederzeit wieder. So. Okay, krass. Mann, ich bin da gerade drüber. Ist ein bisschen blöd mit der Kamera. Aber ich glaube, noch zwei Geschäfte. Eins, maximal zwei Geschäfte. Dann haben wir Düfflin Stufe 5, Freunde. So, jetzt aber hier. Zu den Königen. Wenn dir eine Herausforderung schwerfällt, dann versuch deine Stärke zu erhöhen. Ach so, okay. Aber ihr habt natürlich recht. Liebe Spielmacher, ich sollte meine... Erstmal den Köcher. Ah, mal eine Stufe noch. Und dann haben wir's. So, was wollte ich jetzt? Stärke, Fertigkeiten, Fähigkeiten. Fertigkeiten. Und bei Fähigkeiten? Nee, habe ich nichts Neues. Fertigkeiten. Wo ist der Speerschaden? Ich deck mal hier auf. Paradeschaden, Jagdbogenkombo, Adrenalin, Pfeilsalve, Sprintschlag. Wandert. Schrecken. Nach einem Benommenheitsabschluss ducken sich schwächere Gegner womöglich vor Angst. Schwöre die Lebenskraft von Ido und stelle passiv kürzlich verlorene Gesundheit mit kurzer Verzögerung wieder her. Mhm. Wenn du bei geringer Gesundheit und ohne verfügbare Mahlzeiten einen Gegner tötest, stellst du einen Teil deiner Gesundheit wieder her.
klingt auch ganz interessant. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal hier einfach weiter. Decken das hier noch ein bisschen auf. Gesundheit auch immer gut. Kriegen wir ja auch gleich noch einen Adrenalinbalken dazu. Du kannst deine Beherrschungspunkte bei Beherrschungsknoten einsetzen, um die Werte eines bestimmten Zweiges zu verbessern. Erfolgreiche Paraden richten beim Angreifer Schaden an. Ja, ist jetzt nicht so viel, aber ist auch ganz cool. Aber einer hat gefehlt. Na gut, Freunde, wir sind jetzt bei Stärke 207. Das ist doch, denke ich, ganz gut. Okay, was ist das hier mal? Beherrschungspunkt. Warte mal, und den kann ich jetzt nutzen, um... Verbessert leicht Nahkampfschaden, Nahkampfwiderstand und Gesundheit. Fernkampfschaden, Attentatsschaden. Also ich mache ja gerade viel mit dem... mit den Speeren und Bogen macht ohnehin viel Schaden. Deswegen werde ich wahrscheinlich das hier nehmen. Und ich denke mal, das ist ja nicht der letzte Beherrschungspunkt. Und vielleicht kann man das dann sogar noch mehr verbessern. So. Jetzt aber schnell zu Flan, Bericht erstatten. Wie hast du meinen Lux genannt? So. Flanimaus. Wir haben die Könige als Geiseln. Eivor. Ah. Du hast dich in Eilech gut geschlagen. Wir marschieren bei Tagesanbruch. Du hast die Ehre, meine Wache anzuführen. Ist Baröds Nachricht nicht angekommen? Wir müssen die Truppen zurückziehen. Diese List ist nur Teil einer größeren Falle, die bald zuschnappt. Barrett meint, er kenne diese Könige gut. Aber die Kirche hat Fuß gefasst und gedeiht seit der Tage meines Onkels. Die Kirche steckt hinter der Verschwörung. Stand in der Nachricht nichts über Abt Owen? König Neil und König Donal wollten zweifelsohne nur andere beschuldigen. Die Kirche dient oft als Sündenbock. Und was, wenn an Barretts Verdacht doch etwas dran ist? Owen ist der Abt von Armagh, Gottes Stellvertreter in Irland. Ich kann ihn nicht anzweifeln wegen des Wortes eines Freundes. Eines Heiden, meinst du? Warum seid ihr noch hier? Ist meine Nachricht nicht angekommen? Doch, aber König Flan ist nicht überzeugt. Du musst aus Clocha abziehen, mein König, ehe wir von Owens Heer umzingelt sind. Du bist nicht mein Herr, Barrett MacImar. Wenn es ein Heer gäbe, hätten meine Speer... Deine Speer sind tot. Baldas Blut, Flan. Wie viele müssen sterben, ehe du lernst zu vertrauen? Du vergisst dich, Barrett. Beschwöre in meiner Gegenwart nicht deine falschen Götter. Hört, was ist das? Owens Wölfe sind angekommen. Tada! Ich bin nicht so weit gereist, um in einem Zelt zu sterben. Wir werden angegriffen! Na los! Okay, let's go. Weg da. Seid ihr schon hier hochgekommen, oder was? Ich werde mehr Köpfe fordern als du.
würde ich nicht drauf wetten. Guck dir das an, wie viel Schaden wir jetzt mit dem Speer machen. Das ist schon geil. Wenn wir den Angriff abwehren, sind wir gerettet. So. Ja, das war nix. Zack. 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 Das war nix. So. Jetzt du. Okay, gehen wir da. Oh, wer ist denn hier? Hallo. Mich überlebst du nicht. Sie haben uns umzingelt. Die Bogenschützen haben Feuer. Easy. Sie kommen von den Feldern. Sollen sie doch. Haltet die Bogenschützen aus. Lasst keinen am Leben. Boom. Zack. Bum. Schönes Ding, Flan, schönes Ding. Ich versammle die Männer und wir treffen uns wieder hier. Bis dahin. Was für ein Gemetzel. Du bist so gut. Sehr schön, Flan. Sehr schön. Flan und Kira. Noch mehr, oder was? So, warte mal, was haben wir hier noch? Alle getroffen. Boah. Sie sind auf den Straßen! Sie sind wehrlos! Zeig bloß keine Gnade! Wo kommen die denn jetzt alle her? Jo, hier kriegt jeder was ab. Mach ich einmal einen Rundumschlag und dann... Bumm! Das kostet dein Leben! Boom! Alter! Er ist down! Sie weichen zurück! Hä? Du hast uns gerettet! Hä? Hä? Hier sind noch welche! Uiuiui. Naja. Wir haben sie abgewehrt. Zu einem hohen Preis. Eivor, wo ist Barret? Weiß nicht. Barret? Barret! Kannst du mich hören?
verstanden! Hast du König Barret gesehen? Ja, er ging in Richtung des Gehöfts, an den Rand des Dorfes. Sagte er, während er litt. Ergreift mein Herz. Barret! Barret. Eivor. Ich bin hier. Ein glorreiches Ende findest du nicht. Einer Saga würdig vielleicht. Und du dachtest, ich würde schwach. Niemand kannte deine wahre Größe. Außer dir, liebe Base. Du hast nie an mir gezweifelt. Dein Mut wird nicht vergessen, Barret. Dafür sorge ich. Halte deine Waffe fest, Vetter. Wir sehen uns in Valhall. Siegfried ist mein Valhall, Eivor. Valhall muss kein Ort sein. Vielleicht ist es ein Vermächtnis. Flan muss ihn unterstützen. Er soll es bei Gott schwören. Nichts fürchten die Christen mehr als den Zorn ihres Allmächtigen. Ich sorge dafür. Ein Held ist hier beigesetzt. Im Tod wurde Barret ein größerer Mann als zu Lebzeiten. Oder wir waren zu klein, um seine wahre Größe zu sehen. Eine harte Wahrheit. Doch gerecht. Er sah klarer als ich. Und ich missachtete seinen Rat. Owen wird für seinen Tod büßen. Und dann, wenn der Abt weg ist und du den Norden bezwungen hast, was wird aus Siegfried? Wirst du als König hinter ihm stehen? Wenn er sich bewiesen hat. Es wäre sonst gerade keine gute Politik. Ich pfeife auf deine Politik. Barret hat sein Leben für dich geopfert. Wenn du Treue so vergütest, wirst du bald keine mehr haben. Noch eine Wahrheit, mit der du mich triffst. Ich zeige mich erkenntlich. Siegfried ist nicht bereit. Aber ich könnte ihn lehren. Gut. Deine Weisheit wird ihm helfen. Und meine Unterstützung. Aber kein Thron ist sicher, solange Owen lebt. Wir erdrosseln die Schlange. Am Bein. Und danach wird das Schicksal dieses Landes in deinen Händen liegen. Und in Siegfrieds. Die Pferde werden bereit gemacht, mein König. Willst du dich nicht ausruhen und erst bei Tagesanbruch losreiten? Meine Gedanken halten mich wach. Ich habe ein Heer und einen Ruf zu verlieren. Letzterer dürfte noch schwerer zu bewahren sein. Meine Mutter erzählte mir immer, dass die Morrigan sich vom Tod der Helden nährte und die Köpfe der Männer mit Kriegsgedanken füllte. Ich stelle mir vor, mit Hilfe des Leofall ihren Gesang zu ersticken, so wie Bischof Podrick die Schlangen aus Irland vertrieb. Keine Macht ist stark genug für dieses Vorhaben. Nicht einmal Götter können das Schicksal lenken. Krieg ist das Schicksal der Welt. Also war es nur das Hirngespinst eines kleinen Mädchens. Sag Flan, dass ich zu ihm komme, sobald ich mit Siegfried geredet habe. Sag es ihm selbst. Ich reise noch nicht ab. Quest abgeschlossen, hinter Verhandlungen verborgen. Ja, liebe Freunde. Barret. Jetzt singt sie, das ist aber schön. Ja, Freunde, ich glaube, damit beenden wir diese Folge. Ich höre ihr jetzt noch ein bisschen zu. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.